Bio-Essay. Das war dann der Taubenkopftest. Taubenkopftest. Das war also eigentlich unmöglich, das Prolaktin zu bestimmen. Heute ist es natürlich relativ einfach und dementsprechend ist die Zahl der Hyperprolaktinen erheblich gestiegen. Aber auch bei der Hyperprolaktinämie sind bestimmte Dinge zu berücksichtigen. Das heißt, das Prolaktin, wenn ein Tumor sich dahinter verbirgt, dann sprechen wir von einem Mikro- oder Makroadenom, je nach Größe des Tumors. Natürlich ist die Prolaktin-Inkretion die Menge assoziiert mit der Tumormasse. Aber es gibt eine Reihe weiterer Erkrankungen, die zu einer Erhöhung des Prolaktins führen. Das sind insbesondere Tumoren im Bereich des Hypothalamus. Wenn das Dopamin gewissermaßen seinen Rezeptor an der Zelle nicht findet, kommt es zu einem Anstieg des Prolaktins, was man als zum Beispiel bei einem Tumor ein Pseudoprolaktinom nennt, Kraniopharyngiome, Sarkoidose etc. Die Schilddrüsenunterfunktion führt auch manchmal zu einem gewissen Anstieg des Prolaktins, aber von besonderer Bedeutung sind Medikamente. Medikamente sind auch hier eine exakte Anamnese, ist notwendig, um unnötige Untersuchungen zu ersparen. Die Liste ist nicht vollständig, die ich hier aufgezeigt habe, es sind sehr häufig verwendete Medikamente. Die Neuroleptika, Antidepressiva, Tränkeleiser, vor allem in der Gastroenterologie, aber auch in der Allgemeinmedizin, Metoclopramid, damit wird in Anführungsstrichen mitunter gebonert. Es ist ein Medikament, das also zu einer deutlichen Prolaktinerhöhung führen kann. Die Klinik der Hyperprolaktinämie ist bei Frauen, sind häufig Zyklusstörungen, eine primäre Amenorrhoe eher selten, aber eine sekundäre Amenorrhoe, Zyklusstörung, anovulatorische Zyklen etc. Bei Männern kommt es zu Libido-Potenzverlust, der Verlust der primären und sekundären Sexualbehaarung, die Gynäkomastie, eher selten ist eine Galaktorrhoe plus. Und jetzt kommen wieder gegebenenfalls die Symptome der partiellen oder totalen Hypophysen-Vorderlappen-Insuffizienz hinzu, insbesondere wenn ein Makroprolaktinom vorliegt. Kurz etwas zur Nebenniere. Auch die Erkrankungen der Nebenniere sind ja eher seltene Erkrankungen. Aber es sind einige Erkrankungen dabei, die auch einfach zu diagnostizieren sind und für den Betroffenen, für den Patienten von erheblicher Bedeutung sind. Weniger die Überfunktionszustände, die Sie alle kennen. Das ist das Cushing-Syndrom, das ist das Kohn-Syndrom mit normokaliämischer und hypokaliämischer Form. Heute gewinnt die normokaliämische Form immer mehr an Bedeutung. Man schätzt, dass der Anteil der Patienten, die einen Hypertonus haben und einen normokaliämischen Hyperaldosteronismus höher ist als erwartet. Dann die Schatulle, adrenogenitales Syndrom, dahinter verbirgen sich ganz, ganz viele Erkrankungen, die dann im Einzelfall endokrinologisch aufgeschlüsselt werden müssen. Das Vierchromozytom und schließlich die Incidentalome. Incidentalome sind Patienten, bei denen eine Computertomographie oder eine Kernspintomographie durchgeführt wurde, egal jetzt aus welchen Gründen. Und der Radiologe beschreibt eine Raumforderung im Bereich der Nebennieren. Dann stellt sich zwangsläufig die Frage nach der endokrinen Aktivität. Die endokrine Aktivität ist dann meistens null. Das heißt, Sie haben diese Parameter oben alle abgeklärt. Und es ergeben sich auch keine Hinweise, dass es sich auf einen malignen Tumor, das nennt man ein Incidentalom und das muss bitte nicht alle Vierteljahre überprüft werden. Die Unterfunktion, das ist nochmal ein Krankheitsbild, das mir am Herzen liegt. Wie gesagt, es ist selten, aber es ist für den Patienten von erheblicher Bedeutung, die primäre Nebennierenrinneninsuffizienz der Morbus Addison mit einer Verminderung aller drei Zonen, Cortisol, Mineralokortikoide und die Androgene. Heute steht als Ursache die Autoimmunadrenalitis im Vordergrund, früher war es die Tuberkulose, alle anderen Ursachen sind eher selten. An die Nebennierenrinneninsuffizienz zu denken, ist besonders von Bedeutung, wenn Sie einen Patienten vor sich haben, von dem beispielsweise eine Hypothyreose bekannt ist. Die Kombination von Hypothyreose und Morbus Addison nennt man Schmidt-Syndrom. Auch hier ein kurzes Beispiel aus eigener Praxis. Eine Patientin, eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern, Marathonläuferin, berufstätig, hat eine Autoimmunthyreoiditis, eine Hypothyreose und wird mit L-Thyroxin behandelt. Sie sucht den Arzt auf, einen Endokrinologen, muss ich dazu sagen, weil sie sich nicht wohlfühlt. Sie fühlt sich matt, sie fühlt sich schlapp, sie klagt über Atemnot. Die Schilddrüse wird überprüft mit dem Hinweis, die Schilddrüsenfunktion sei gut eingestellt, sie müsste wohl mal zum Lungenfacharzt. In der Praxis des Lungenfacharztes lag die Patientin im Wartezimmer auf dem Fußboden.
So schwach war sie. Dann kam der Kollege rein, machte diese Patientin in Anführungsstrichen an. Was ist denn das für ein Benehmen? Sie gehöre wohl zum Psychiater. Er hat sie trotzdem pulmonologisch untersucht und konnte keinen krankhaften Befund erheben. Über eine Freundin kam sie dann zu mir und ich habe mir das angehört. Sie kam in Begleitung der Mutter, konnte sich kaum auf den Beinen halten. Und mir fiel nur auf die Pigmentierung. Das war das Einzige, so die Prima-Vista-Diagnose. Dann habe ich mir die Handinnenflächen angesehen, die Schleimhäute angesehen. Sie hatte das typische Bild eines Morbus Addison. Die Patientin hat mich 3 Tage später angerufen und hat also vor Glück geweint, weil sie also ihre Beschwerden los war. Es geht ja gut, sie läuft wieder Marathon. Ich will damit nur sagen, im Einzelfall, wenn Sie Patienten mit einer Schilddrüsenerkrankung haben, einer Autoimmunerkrankung, auch an diese Erkrankung, die zwar selten ist, zu denken. Und dann kommt noch ein zweiter Aspekt hinzu, das sind die sekundären und tertiären Unterfunktionen. Die sind meistens nie so ausgeprägt wie die primäre, weil eine basale Sekretion, vor allen Dingen der Mineralokortikoide, bleibt ja erhalten. Das heißt, eine sekundäre oder tertiäre Form ist durch die Hypophyse oder den Hypothalamus bedingt. Und hier ist es eminent wichtig, nach Behandlung mit Cortison zu fragen. Es gibt eine Reihe von Erkrankungen, die cortisonpflichtig sind, in Anführungsstrichen. Denken Sie an die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, denken Sie an das Asthma bronchiale, denken Sie an die Sarkoidose, an Autoimmunhepatitis etc. Eine langfristige Behandlung mit Glukokortikoiden kann zu einer irreversiblen Schädigung des Regelkreises führen und diese Patienten geraten in eine Nebennierenrindenunterfunktion und müssen ein Leben lang bitte mit Cortison substituiert werden. Das kann ich mal überspringen. Die Diagnostik der Nebennierenerkrankung will ich Ihnen ersparen. Hier im Einzelnen, das zentrale Hormon ist das Cortisol. Hier ist immer zu berücksichtigen, dass es sich um ein Hormon handelt, das in einem zirkadianen Rhythmus ausgeschüttet wird. Deshalb die Bestimmung im Serum und oder im Speichel morgens, die Blutentnahme zwischen 8 und 10 Uhr. Und alle weiteren Untersuchungen sind dann fakultativ zur Nebenniere. Ein paar Worte, wie gesagt, es geht doch fast eine Parforce-Jagd, aber ein paar Hinweise seien erlaubt zum Hypogonadismus beim Mann und beim Aging-Male-Syndrom. Der Hypogonadismus ist relativ gut definiert, das heißt, es handelt sich um eine Funktionsstörung, eine inkretorische oder und exkretorische Funktionsstörung des Hodens. Also es wird zu wenig Testosteron gebildet oder die Spermiogenese ist beeinträchtigt. Das nennt man einen primären Hypogonadismus. Während das Aging-Male-Syndrom schon so eine Diagnose ist, wo man so sagt, ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Die Patienten kommen in die Sprechstunde, klagen über nachlassendes körperliches und psychisches Wohlbefinden in der Lebensmitte, sogenannte Midlife-Crisis, Auftreten einzelner oder meist mehrerer typischer, jedoch unspezifischer Symptome und Beschwerden. Und wenn Sie jetzt Untersuchungen machen, dann finden Sie gelegentlich, das Testosteron ist nicht extremer niedrig, das ist aber niedriger, das DHEA-Sulfat ist erniedrigt etc. Die Beschwerden, die die Patienten äußern, hier nochmal aufgeführt, auch hier bitte keineswegs der Anspruch, dass es sich um Vollständigkeit handelt, aber das sind sicher alles Beschwerden, die Ihnen auch in der Umweltmedizin begegnen. Der Verlust von Kraft, Energie, Antrieb, Leistungsminderung und so weiter. Beim Hypogonadismus, aber vor allem beim Aging-Male-Syndrom, ist es nun sehr schwierig, sich allein auf das Testosteron zu verlassen. Sie können es bestimmen, die Blutentnahme sollte hier morgens erfolgen, das sexualhormonbindende Globulin gehört dazu, daraus errechnet man den freien, das heißt den eigentlich wirksamen Androgenanteil. Die anderen Untersuchungen sind fakultativ mit einer Ausnahme, deshalb die 3 Ausrufungszeichen, dann das Prolaktin, das gehört also immer bitte dazu. Alles andere ist dann schon vielleicht spezielle endokrinologische Diagnostik. Ah, das ist Entschuldigung, das Bild ist ein bisschen klein. Warum? Ich will anhand dieses Bildes nur zeigen, warum Sie mit dem Testosteron nicht so wahnsinnig viel anfangen können. Das ist mal eine Kurve von Herrn Heufelder, der zeigt die Testosteronkonzentration bei gesunden Männern von der Pubertät an bis weit ins hohe Lebensalter. Und wenn Sie sich jetzt ansehen, bei gesunden Männern, so um die 20, was hier für Streuungen vorliegen, dann haben Sie dieselben Streuungen auch im Alter von 70. So,
Jetzt hat ein 20-jähriger Mann beispielsweise diesen hohen Testosteronwert. Jetzt wird er 70 und Sie messen Testosteron, ist nicht da. Das ist ein deutlicher Abfall. Aber wer weiß schon, wie sein Testosteronwert mit 20 war? Der hätte ja auch hier liegen können. Das heißt, Sie können aus dem einzelnen Testosteronwert, wenn er nicht eindeutig ist und das ist definiert, eigentlich keine Rückschlüsse ziehen. Sie können allenfalls, wenn nichts dagegen spricht, einen Therapieversuch machen mit Testosteron und müssen gucken, was macht er denn nun klinisch? Geht es ihm wirklich besser oder nicht? Also die Testosteronbestimmung allein ist kein valider Parameter, um eine Therapie einzuleiten. Darum geht's. Drei Dinge noch ganz kurz, nur der Vollständigkeit halber. Der primäre Hyperparathyroidismus ist ja ein Krankheitsbild, das heute relativ häufig frühzeitig diagnostiziert wird, weil eine erhöhte Kalziumkonzentration zufällig festgestellt wurde. Hat jemand immer wieder Nierensteine, Knochenschmerzen, wird er primär weder den Endokrinologen aufsuchen, noch vielleicht den Umweltmediziner. Aber er könnte ihn aufsuchen, weil ein Symptom führend ist. Das ist seine Depression. Der war schon beim Hausarzt, der war schon beim Nervenarzt, der sagt, ja, ich weiß nicht, ja, Sie sind depressiv, Sie haben also eine Midlife-Crisis oder was auch immer. Dahinter könnte sich mal ein primärer Hyperparathyroidismus verbergen. Also die Bestimmung von Calcium und Parathormon wäre bei solchen Patienten sicher angezeigt. Und dann, wo die Endokrinologie zunehmend eine Bedeutung gewinnt, auch Sie werden vielleicht in den Sprechstunden immer wieder Patienten haben mit unklaren Durchfällen. Die haben schon alles gastroenterologisch hinter sich, koloskopiert, gastroskopiert, rauf und runter biopsiert, nichts richtig festzustellen. Dann kann es sinnvoll sein, vor allen Dingen, wenn der Patient einen auffälligen Schilddrüsenbefund hat, also eine Stroma oder einen Knoten, kalte Knoten, dass dahinter sich ein medulläres Schilddrüsenkarzinom verbirgt und eine Hyperkalcitonämie führt zu Durchfällen und selbstverständlich gastrointestinal endokrin aktive Tumoren. Soweit der Kurzritt durch die Endokrinologie und einige Krankheitsbilder, die mir am Herzen lagen. Ich möchte Ihnen nicht ersparen, dass ich Ihnen dies einmal vorlese, weil ich das für recht interessant halte. Es handelt sich im Feuilleton-Teil der Welt vom April dieses Jahres. Ein Bericht von einem Kollegen, dem Chefarzt der pädiatrischen Neurochirurgie der Charité in Berlin. Krankheit, was für eine gewaltige Formel. Sie berechtigt zur Rückerstattung von Flugkarten, zur Annullierung von Kaufverträgen, sie schützt vor Gerichtsurteilen. Krankheit legalisiert den Ausnahmezustand. Sie legitimiert ihn zum Empfang von Mitleid, professioneller Zuwendung und finanzieller Unterstützung. Die Gesellschaft, in deren Auftrag wir Ärzte über die Vergabe dieser Vollmacht wachen, weiß um deren Omnipotenz. Deshalb betrachtet sie mit Argwohn jeden, der unberechtigt versucht, in den Genuss ihrer Privilegien zu kommen. Jeden, der Leiden möglicherweise vortäuscht oder sich einbildet. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Passage. Diesen Argwohn müssen sehr viele Menschen mit seltenen und deshalb schwer erkennbaren Krankheiten ertragen. Denn ihnen fehlt oft, viele Jahre lang, die Sanktion der Diagnose, der Ritterschlag des fachärztlichen Gutachtens, ohne den ihr Leiden eigentlich nicht existiert. Ich vermute mal, dass in dieser Patientengruppe sich eine Vielzahl der Patienten wiederfinden, die vielleicht in der klinischen Umweltmedizin auftreten oder auch durchaus in der Endokrinologie. Zum Schluss, wie immer, ein Zitat frei nach Faust. Habe nun ach Psychologie, Immunologie, Umweltmedizin und leider auch Endokrinologie durchaus studiert mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun ins armer Tor und bin so klug als wie zuvor. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Mischke, für diese Mahnung, doch immer auch bei umweltmedizinischen Problemen an solche Dinge zu denken und was auch dahinter stehen kann. Ich denke, auch umgekehrt gilt das, wenn Sie nichts finden, dann auch daran zu denken, was könnte eventuell aus umweltmedizinischer Sicht dahinter stehen. Fragen zu diesem Vortrag, bitte. Bitte. Die Umweltmedizin ist ja eigentlich eine Kausalmedizin.
Sie haben hier sehr viel endokrinologische Symptome geschildert, aber haben kausal nicht viel gesagt. Sie haben zum Beispiel nichts dazu gesagt, dass Autoimmunkrankheiten in der Endokrinologie ja auch umweltmedizinisch begründet sein können. Da wäre ich Ihnen dankbar. Deshalb habe ich Herrn Fenner gefragt, was wollen Sie eigentlich von mir wissen? Das heißt, mir war diese Frage durchaus oder diese Fragestellung durchaus bewusst, dass ich nichts dazu letztlich gesagt habe, warum jemand eine Autoimmunerkrankung beispielsweise entwickelt. Und wenn wir die häufigste mal nehmen, die es gibt, die Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, dann ist das zunächst einmal nur ein Statement, der hat das, aber nicht warum. Das heißt also, wie so vielfach bei diesen Erkrankungen haben Sie also, man zieht sich dann immer auf zurück und sagt, es ist multifaktoriell. Da spielen genetische Dinge eine Rolle, da spielt die Umwelt eine Rolle, da spielt dies eine Rolle, da spielt jenes eine Rolle. Eine konkrete Antwort finden Sie meistens nicht. Aber es ist auf der anderen Seite, wenn das der Hintergrund Ihrer Frage ist, sicherlich spannend, sich darum zu kümmern, inwieweit beispielsweise Noxen, Umweltgifte mit daran Schuld haben, dass jemand im Bereich des Endokriniums erkrankt. Natürlich. Tag, Engelhardt aus Braunschweig ist mein Name. Zwei Fragen und ein bisschen Kritik. Zuerst die zwei Fragen. Einmal, haben Sie Erfahrung mit Speichelhormonbestimmung und wie würden Sie die von der klinischen Validität her einordnen? Sind die ebenbürtig den klassischen bekannten Serum, Urin und sonstigen Untersuchungen? Die zweite Frage, beobachten Sie auch unabhängig von den bekannten klassisch-endokrinologischen Krankheiten, sage ich mal, auch unabhängige Syndrome, nenne ich es jetzt mal, oder Symptomatiken, die man eben nicht diesen klassischen Erkrankungen zuordnen kann. Also zum Beispiel adrenale Erschöpfung, dass Adrenalin, Noradrenalinmangel zum Beispiel da ist, wo wir irgendwo kein klares Krankheitsbild finden. Und das Dritte, eine kurze Kritik, ich hätte es schöner gefunden, wenn entsprechende Ankündigungen im Folder eben doch auch für uns klinisch Tätige hier ein bisschen mehr in der Richtung rübergekommen